Ab zur U-Bahn. Hier ist es. Okay, sehen wir uns um. So, jetzt brauchen wir einen Hut und zwei Bälle. Da mal einen Ball, da mal noch einen Ball. Bällchen. Ein KitKat. Da mal unser KitKatchen. Eine Schaufel. Was da? Ah, wo ist der Hut? Feuerlöscher. Knochen. Stiefel. Speiseeis. Eine Taube. Hier, Würfel. Gut, die Würfel finde ich jetzt nicht auf Anhieb. Doch, hier sind sie. Nee, 10 scheinbar nicht. Und wo ist der blöde Hut? Da ist er. Nee. Hm. Ach, das tatsächlich dazu. Und wo sind jetzt dann die Würfel? Ach, Dominosteine sollen es sein. Da, der Rubikwürfel. Diese Tür führt zum Bar. Betriebsraum. Wahrscheinlich ist es dort drin. Mist, die Tür ist abgeschlossen. Mhm. Ah, Moment mal. Hier, die Striche müssen wahrscheinlich gleich sein. Passen sie? Ich glaube mal, das passt so. Das würde ich so machen. So. Und offen. So. Eine Kiste. Aha, die Kisten, die ich hier im Hafen gesehen habe. Ruf die Polizei, Lisa. Aber Alex, ich... Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Wenn du nicht gleich anrufst, rufe ich selbst an. Hallo? In der U-Bahn-Station Nightmare-Straße befindet sich eine Bombe. Wir wurden bereits unterrichtet. Das Sondereinsatzkommando ist bereits unterwegs. Lisa? Was denn jetzt schon wieder? Ist die Lisa abkaut. Und da kommt das SWAT-Team. Jetzt bin ich ja schon wieder in der Polizeistation. Oh Gott, Brille. Mitte. Flugzeug. Die Schlüssel. Keine Schüssel. Ein Schlagstock. Hier. Handschuh. Hier. Dreieck. Kamera. Ein Surfbrett. Und der Kaffee. Es kommt da. Sieh an, sieh an, wen haben wir wieder hier? Mr. Unschuld in Person. Netter Versucher, dieses Mal wird es kein Versehen geben. Bitte, Herr Wachtmeister, ich habe versucht, alles zu erklären, aber niemand hört auf mich. Da war gefährlicher Sprengstoff. Interessiert sich hier denn niemand dafür, was das bedeuten könnte? Sicher, Alex. Wir alle interessieren uns für Ihre Lügengeschichte. Hören Sie mir bitte zu. Ich erzähle von Anfang an. Hören Sie mir einfach zu. Also, jetzt erzählen wir mal eben ein bisschen. Sie scheinen die Wahrheit zu sagen. Das ist jedoch Ihre letzte Chance. Wenn Sie mich zum Narren halten, wandern Sie ins Gefängnis. Okay, lassen Sie uns zur U-Bahn-Station gehen, damit Sie es mit Ihren Augen sehen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, jetzt ist es schon wieder alles. Kiste schon wieder weg, aber wir brauchen hier eine Tasche und ein Eimer. Den haben wir hier, da haben wir die Tasche, einen Schlauch und zwei Paar Stiefel. Nee, nur einzelne Stiefel, wie es ausschaut. Dann haben wir hier einen Schlauch. Da. Dann haben wir noch eine Brille. Brille. Stiefel. Jo, und eine Medaille. Hier mal die Medaille. Dann mal die. Nee, keine Uhr. Da oben ist die Uhr. So. Das ist ein PlayStation 2 Schalter. Sprechfunkgerät und eine Schaufel. So, ein Sprechfunkgerät. Neues Item. Eine Schaufel.
da meine Sense. Und hier ist diese, hier ist die, die Maske, die, mir fällt der Originalfilm gerade nicht mehr ein. Scream, glaube ich, heißt er. Die Verarsche ist von Scary Movie, das weiß ich noch. Was müssen wir jetzt überhaupt noch suchen? Eine Brille und eine Schaufel? Eine Schaufel. Wo gibt es hier eine Schaufel? Das schaut aus wie eine Roboterhand. Aber die Brille. Ist nur noch die Schaufel. Geh mal hier. Was ist das? Es ist ein Funkgerät, Herr Wachtmeister. Ihr Sarkasmus ist Federplatz, Alex. Wo bist du? Du solltest vor einer Stunde hier sein. Wir verfolgen immer noch den Typ aus dem Café, den vermeintlichen Detektiv. Halte dich ruhig und warte auf mein Zeichen. Erwischt. Das müssen sie sein. Auf dem Funkgerät befindet sich das Zeichen der Feuerwache. Untersuchen wir es. Ich weiß nicht. Vielleicht wurde es gestohlen. Warte, jemand ruft an. Ich habe den Lotteriegewinner mit der Zahlenkombination auswendig gemacht, Alex. Sein Name lautet William Strong und er arbeitet bei der Feuerwache 1891. Danke, Bill. Du hast mir mehr geholfen, als du dir vorstellen kannst. Alle Straßen scheinen zur Feuerwache zu führen. Gehen wir. Da Alex keine Familie hat, ist das Affairbüro sein Ein und Alles. Oft lässt er Verabredungen sausen, weil er für einen seiner Fälle eine Spur gefunden hat. Ab zur Feuerwache! So, jetzt müssen wir hier wieder suchen. Zigaretten und ein Magnet. Aha. Was noch? Ein Herz. Ach, ein Herz. Ein Herzerl. Ja, da oben ist eine Spinne. Jetzt ist sie weg. Fühle ich mich gleich besser. Eine Katze. Eine Pumpe. Pumpe. Hier. Ein Ball. Fangen wir mal von unten an. Ball, Gürtel. Megafon. Ein Hammer. Nehmen wir hier. Jetzt bleiben nur noch die Zigaretten, der Magnet und das Herz. Da haben wir die Zigaretten. Da ist der Magnet. Wo ist das Herz? Herzerl. Da ist Herzerl. Also gut, hier muss irgendwo eine Spur von meinem Vater sein. Den Dienstplan anschauen. Okay, das ist nur eine Informationstafel. Vielleicht kann ich hier jedoch ein paar Hinweise finden. Die schauen alle so direkt komisch aus. Marshall Archer, Colin Flair, Mike Groth, Lewis Carroll, Homer Killian, Kerry Zoomin. Und? Was hat das zu bedeuten? Ich habe diese Verfolgungsjagd satt, Alex! Wir müssen ihm ein Ende setzen! Kommt zur Feuerwache 1891. Hier werden wir sie verhaften. Übrigens, sie sind in einem Polizeiauto unterwegs! Mach dich bereit, Stuart. Sie kommen und du wirst sie verhaften. So, Polizeiauto schon wieder untersuchen. Da haben wir einen Schuh. Streichhölzer. Der Karambube war hier. Markierer. Würfel. Da ist ein Notizblock. Der Adler. Eine Kamera. Wo ist hier die Kamera? Hier ist eine Kamera. Mütze und Münze. Was ein Buchstabe zu machen kann. Da haben wir die Münze. Jetzt brauchen wir noch die Streichhölzer und die Mütze. Beide sehe ich nicht. Da haben wir die Mütze. Da die Streichhölzer. Gefunden. Sieh her, Alex. Ist das nicht unglaublich? Eine Aufgabenliste. Haha. Wirklich? Nummer 1. Das Nest zerstören. Vielleicht bedeutet das, dass das Nest in die Luft gesprengt werden soll. Wahrscheinlich. Nummer 2. Großer Fisch. Das muss der Hafen sein. Ja, sicher. Sieh dir Nummer 3 an. Die Unterwelt. Vergiss nicht die Anmerkung. Folge dem weißen Hasen. Diese Typen sind echte Komiker.
und sieh dir das an. Nummer 4. Blitz. Was bedeutet das? Elektrizität, Stuart. Das ist eine wirklich ernste Angelegenheit. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Der Sprengstoff im Hafen und in der U-Bahn-Station. Er wird mit Hilfe eines starken Stromstoßes gezündet. Kraftwerk. Sieh dir das an! Auf dem Parkausweis an der Windschutzscheibe steht Grover Kraftwerk! Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Meine Herren, wir werden dem Kraftwerk einen Besuch abstatten. Eine lange Nacht. Die Müdigkeit droht ihn zu übermannen. Die tickende Bombe in der Stadt ist jedoch keine gute Nachtgeschichte. Ab ins Kraftwerk! So, hier sind Kraftwerke. Wir brauchen eine Banane und einen Würfel. Eine Banane. Aber eher eine Bananenschale. Ein Kleiderbügel sehe ich gerade. Kopfhörer. Kopfhörer. Hier. Ventilator. Eine Flasche. Hier. Rahmen. Ein Schuh. Schuhe sind ja ganz beliebt, der Helm. Bügeleisen in dem Kraftwerk, also echt. Würfel. Hier, ganz klein versteckt. Da ist aber keine Bombe. Das ergibt aber keinen Sinn. Ich habe eine Idee. So wie ich das verstehe, können wir die Stromzufuhr zu jedem Haus dieser Stadt unterbrechen. Wir werden sie Viertel für Viertel unterbrechen. Das sollte sie nervös machen und ihr Schweigen brechen. Das ist verrückt. Wir haben jedoch keine andere Möglichkeit. Das scheint mir keine so gute Idee zu sein. Wach auf, die Bombe tickt immer noch. Gut, also muss die Stromzufuhr zur gesamten Stadt unterbrochen werden. Machen wir das doch mal. Alle Glühbirnen müssen leuchten, damit dieses System funktioniert. Ist das fest? Dann muss das wohl so sein. Machen wir das so. So, nee, das ist blöd. Aber so. Das ist aber auch blöd. Aber so. Das. Ist das so? Dann ist das aber fest. Das können wir so lassen. Jetzt leuchtet ja schon fast alles. Jetzt haben wir das da auch noch. So. So, was leuchtet jetzt nicht? Das hier. Ha! Gut gemacht. Nun müssen wir die Bombe finden. Jetzt schalten wir die Lichter nacheinander aus, bis sich diese Typen rühren. Löschen die Lampen nacheinander, um die Bombe ausfällig zu machen. So.
Ah, jetzt, das war's. Das ist es! Nun müssen wir, wo sich die Bombe befinden. Jetzt. Moment mal, das ist die Adresse meines Büros, Mann. Ich kann es nicht erwarten, diese Verbrecher zu fassen. Schnappen wir sie uns, jetzt sofort. Ja! Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, das aus deinem Mund zu hören. Explodiert da alles? Oder auch nicht? Also wir haben es jetzt durchgespielt und scheinbar war das nur ein Streich zum Geburtstag. Gut, das war es dann auch schon wieder. Nur ein ganz kleines Minigame für zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis zum nächsten Mal.